musste der Nagic. Wieder Prohaska. Wird verfolgt von Lerby. Gut gemacht. Gut gemacht, Steinkogler. Und das ist das 1:0 durch Steinkogler. 1:0 für die Austria im Münchner Olympiastadion. Wunderbare Aktion von Herbert Prohaska. Rabit kurz am Ball, da kommt Steinkogler und er macht das 1:0. Das 1:0 für die Austria in der 9. Spielminute. Das so sehnlich erwünschte Auswärtstor ist einmal gelungen. Für einen notwendigen Vorsprung, um mit einem sicheren Gefühl nach Wien zu kommen. Nun, dieses Ziel kann Bayern heute nicht mehr erreichen. Augenthaler. Und ein Fehler. Und der Ausgleich. Schwerer Fehler von Frind. Schwerer Fehler von Frind und Matti hat für die Bayern ausgeglichen. Ausgleich in der 11. Spielminute. Torschütze Matti. Ein schwerer Fehler von Vorstopper Frind. Hier sehen Sie das. Lässt den Ball von der Brust wegspringen. Und Matti nützt diesen schweren Fehler von Frind. Und es steht 1:1. Keine Abseitsstellung. Wieder ein Fehler. Ich glaube nicht, dass Rummenigge abseits war, so wie die Austria es gerne gehabt hätte. Das Kommando bei diesem Freistoß zur Abseitsfalle hat nicht funktioniert. Und damit 2:1 für die Bayern. Ja, aus dieser Perspektive hat es wieder eher nach Abseits ausgesehen. Jedenfalls der Linienrichter hat die Fahne nicht gehoben und das ist das Einzige, das zählt. Der Schiedsrichter gibt den Treffer von Rummenigge und damit führt Bayern München in der 13. Minute mit 2:1. Wieder Winkelhofer, wieder Matti und Tor. 3:1. Durch Matti in der 21. Spielminute geht Bayern München gegen die Austria mit 3:1 in Führung. Mit Winkelhofer weiß die Austria-Verteidigung nicht anzufangen und hier der Abschluss durch Matti. Ball passt ganz genau, geht noch von der Innenstange ins Austria-Tor und damit eine 3:1 Führung für die Bayern.